Herzlich willkommen, liebe HBW-Fans, zur letzten Spieltagsvorschau des Jahres 2018. Wir machen gleich den Doppelpack. Wir spielen gegen Großwaldstadt und Lübeck-Schwartau zu Hause zweimal. Jens ist wieder hier. Schön, dass du da bist. Wir blicken kurz zurück auf das letzte Spiel in Hagen. Wieder ein knappes Ding, wie schon gegen Emstetten in der Woche davor. In der Woche davor gegen Emstetten hast du gesagt, du warst zuerst sauer und dann letztendlich zufrieden. Wie war es jetzt nach dem Hagen-Spiel? Erstmal zufrieden, weil wir 2 Punkte geholt haben. Darum geht's ja. Und auch sehr, sehr glücklich und erleichtert, weil wir nicht gut gespielt haben und trotzdem, zum wiederholten Mal, trotzdem bestanden haben in der entscheidenden Phase. Und weil uns Hagen schon noch ein paar Sachen gegeben hat, die für uns unangenehm waren. Und deshalb bin ich sehr zufrieden, dass wir es zum Schluss auch nachher auch erfolgreich gelöst haben. Mal wieder auch ja ein paar Ausfälle auch verkraftet haben, die wirklich nachher auch gut gelöst wurden in den entscheidenden Phasen. Und deshalb bin ich zufrieden. Jetzt schauen wir uns die Gegner der Reihe nach an. Erst geht's am kommenden Samstag gegen Großwaldstadt. Die sind inzwischen auf jeden Fall in der Liga angekommen, haben zuletzt auch gute Leistungen gezeigt, Hamburg zu Hause geschlagen jetzt. Was erwartet uns da für einen Gegner in der Sparkassenarena? Ein ganz wilder, für mich mit vielen alten Bekannten. Die beiden Spießbrüder, Jan Winkler war ja auch ein paar Jahre bei mir, die durfte ja auch ein paar Jahre trainieren zu Rimpacher-Zeiten. Und ein ganz wilder Handball, sehr, sehr emotional, das macht wirklich Spaß, denen zuzuschauen. Vielleicht nicht immer alles hundertprozentig geordnet, aber wirklich mit sehr, sehr viel Emotion, gerade daheim, auswärts haben sie schon noch ein bisschen was liegen lassen, aber daheim wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft und ich bin gespannt, ob sie irgendwann den Auswärtsknoten da zum Platzen bringen. Aber wird eine interessante Begegnung. Der Knoten darf gerne dann im nächsten Jahr platzen, wenn sie bei uns waren. Dann sind es nur 4 Tage bis zum nächsten Spiel zu Hause. Wie sieht da die Belastungssteuerung auch hinsichtlich Regeneration, Vorbereitung aus? Wie nutzt ihr diese 4 Tage, wo ja auch noch Weihnachten dazwischen liegt? Ja, wir werden am 23. morgens trainieren und dann haben sie am 24. komplett frei. Gott sei Dank. Ja, das ist immer Großzügigkeit, kennt keine Grenzen. Und dann am 25. werden wir abends wieder trainieren und spielen am nächsten Tag. Und dann geht es in den wohlverdienten Urlaub für die Jungs. Worauf muss man sich als Spieler, worauf muss man achten in dieser kurzen Phase, was Regeneration und sowas angeht? Muss man da bestimmte Richtlinien, Pläne verfolgen oder am besten einfach genauso weitermachen wie im normalen Spielbetrieb, auch wenn es halt nicht 4 Tage danach das nächste Spiel kommt? Ja, es geht erstmal darum, dass man da vernünftig schläft. Für jeden Leistungssportler gilt ein ganz einfaches Prinzip. Trainier gut, schlaf gut, ernähre dich vernünftig. Vernünftiger Umgang mit Alkohol und dann hast du schon ganz, ganz viele viele Sachbausteine bearbeitet. Und da geht es jetzt auch darum, dass man auch ein bisschen die Seele baumeln lassen muss, an Weihnachten. Das gehört auch dazu und ist auch gut für die geistige Frische. Und deshalb sollen die Leute die Chance haben, auch Weihnachten zu Hause zu genießen, das auch gern machen. Und dann ist es eigentlich schon viel getan. Bei uns geht es ja darum, uns an den Tagen auch wirklich auf das zu fokussieren, wenn wir gemeinsam in der Halle sind. Und sonst können sie die Seele ruhig auch ein bisschen baumeln lassen. Dann schauen wir uns den letzten Gegner noch für dieses Jahr an. Lübeck-Schwartau zu Hause extrem stark, auswärts schon sehr oft Punkte liegen lassen. Also die zeigen immer so 2 Gesichter. Muss man trotzdem aber aufpassen, auch wenn wir jetzt zu Hause gegen sie spielen, oder? In Schwartau muss man immer aufpassen. Auch bei diesen Niederlagen, wo sie viele hatten, ja auch auswärts, auch viele knappe dabei. Ist ein ganz, ganz gefährlicher Gegner, jetzt auch mit der Verletzung von Genda, auch noch angeschlagen, sowas mag ich ja nicht so gern. Wird auch das eine ganz, ganz tolle Aufgabe. Aus dem Hinspiel haben wir 2 Punkte abgegeben, da wollen wir die hier daheim wiederholen. Und wird eine tolle Aufgabe, freue mich, den Torge nochmal kurz nach Weihnachten oder an Weihnachten, am 2. Weihnachtsfeiertag sehen zu dürfen. Der Trainer von Schwartau. Werden tolle Aufgaben, aber so weit möchte ich noch gar nicht denken. Ich freue mich jetzt erstmal auf Großwaldstadt. Dann wollen wir trotzdem noch abschließend die Frage nehmen. Wir haben jetzt noch 2 Heimspiele. Wir haben bisher zu Hause alles gewonnen, sind seit 16 Spielen zu Hause ungeschlagen. Welche Bedeutung hätte für dich diese Heimserie ins neue Kalenderjahr mitnehmen zu können? Soweit denke ich nicht. Ich denke an Großwaldstadt, da will ich gewinnen und es wäre schön. Gut, dann lassen wir das so stehen. Wir hoffen aber, dass wir die Heimserie auf jeden Fall ausbauen können und sie ins neue Jahr mitnehmen. Ihr wisst Bescheid, 22.12. gegen Großwaldstadt. 4 Tage später, am 26. am 2. Weihnachtsfeiertag gegen Lübeck-Schwartau. Resttickets gibt's noch. Kommt in die Halle, egal wie, egal wann, egal mit wem. Wir brauchen jeden Mann, hoffen auf 4 Punkte insgesamt. Und dann gehen wir ins neue Jahr, sehen uns im neuen Jahr wieder. Euch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.